Okay, sprich mir nach. Sag, ich bin reich. Ich bin reich. Und ich scheiß auf alles. Was? Was geht, Friends? Herzlich willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Manchmal frage ich mich, ob ich im Paradies bin oder am Seepark. Ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Heute fragen wir mal Studenten, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Ich bin sehr gespannt. Studenten gelten ja bekanntlich als schlau. Das heißt, eigentlich müssten hier alle reich sein. Let's go. Ich sehe schon ein paar Sportler. Die sind schon alle voll dabei. Servus, was geht? Heute fragen wir... Nein. Ich nehme keine Frage. Ihr seid nichts deutsch? Also wir können ein bisschen sprechen, aber wir sind... Ein bisschen sprechen? Ja. Ich merke schon, sie kann ein bisschen sprechen. Woher kommt ihr? Ich aus Barcelona. Aber alle aus unterschiedlicher. Seid ihr Studenten? Ja, also nächstes Jahr werde ich studieren. Ja, wir wollten heute Jahr fragen, wie viel Geld Studenten auf dem Konto haben. Okay. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich arbeite als Kellnerin jetzt. Weil ich bin wie ein Gap Year. Ah, okay. Ich mache jetzt, um Deutsch zu lernen, und ich arbeite auch als Kellnerin. Aber du kannst schon voll gut Deutsch. Dankeschön. Und ich bin hier seit September. Ja, als Kellnerin bekommt man doch voll viel Trinkgeld, oder? Ja, also es kommt darauf an der Woche. Wie heißt du? Julia. Was sprichst du für eine Sprache? Katalanisch. Katalanisch? Wenn ich ein katalanisches Mädchen drehe, was muss ich dann sagen, damit ich am besten bei ihr lande? Du musst nicht sagen, dass wir spanische Leute sind. Ich wollte schon sagen, so, hä, ist das Spanisch? Was heißt, du hast schöne Augen? Den Dunjulpunix. Es ist schwierig, das ist schwierig. Okay, nochmal. Tens. Du hast. Und Ult. Augen. Wo nix schön. Das muss ich mir nochmal zu Hause anschauen. Aber nächstes Mal, wenn ich ein katalanisches Mädchen treffe, dann sage ich das auf jeden Fall. Den Dunjulpunix. Also Leute, wir sind jetzt hier bei den Sportlern. Boah, guck mal, sehen wir schon einige Maschinen. Denkst du, Sportler haben mehr oder weniger? Wir fragen, wie viel Geld Studenten auf dem Konto haben. So viel, gell? Muss man lange überlegen. Ja, nee, ich krieg jeden Monat ein bisschen was. Achso, aber darum geht's nicht. Sondern, ja, ich habe über die Jahre 5.000. Oh, ist aber stabile Summe, gell? Was studierst du? Medizin jetzt. Medizin? Ja. Rauchst du auch ab und zu ein bisschen Medizin? Das kann man nicht in der Kamera sagen, gell? Geht nicht. Hayam, was studierst du? Auch Medizin, mit dem gleichen Semester. Ach krass, Medizin schwierig, oder? Ich stell's mir schwierig vor. Ihr seid dann irgendwann Ärzte. Das heißt, wenn ich dann Unfall baue, komme ich dann rein ins Krankenhaus und werde ich von euch behandelt? Ja. Scheiße, Mann. Ein bisschen fest. Okay. Warum haben Sie Ihre Hand in meinem Patienten? Ja. Wie viel Geld haben Studenten auf dem Konto? Erstens an dich, du siehst reich aus. 60, 70 Euro noch. Für was geht alles drauf? Alkoholkonsum? Ja. Wie sieht's mit dir aus? Gerade noch so 500. Ja. Ist in Ordnung. Was machst du für einen Nebenjob? Gar nichts. Was ist dein Tipp hier so für Studenten am besten feiern, wo man am besten feiern kann in Freiburg? Im Text ganz gut, ist billig. Dienstag ist Bierpong-Turnier und Déjà-vu halt macht Spaß. Was ist Déjà-vu? Kannst so viel trinken bis 12 Uhr und danach kriegst du alles kostenlos. Echt jetzt? Ja, macht Spaß. Ach, strong. Okay, Leute, merkt euch das. Komm, gib mir eine Zahl. Schon gut, fünfstellig. Fünfstellig? Alles, komplett. Jeden Coin hast du, gell? Schlauen Studenten hier. Digga, die sind alle hier brutal reich, glaub mir. Jungs, kurz vorm Absprung. Wie viel Geld habt ihr auf dem Konto? 12.000. 12.000? Ja. Seid ihr Studenten? Ja, auch so ähnlich. Krass, woher hast du 12.000? Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht. Ach cool, und da hast du gespart halt. Okay, jetzt Rückwärtssalto aber. Kann ich nicht. Vorwärtssalto. War aber auch nicht schlecht. Jetzt du Rückwärtssalto. Nein. Du wolltest gerade Rückwärtssalto machen, ich hab's gesehen. Nein, meine Tauchenkarriere ist vorbei. Okay, aber ein Köpfer. Nein, auch nicht, aber ich kann Spagat. Aber du musst unten wieder zumachen dann, gell? Ja. Ja. Oh, das war sehr elegant. Ich verstehe nicht so gut Deutsch. Ich spreche Französisch. Du sprichst Englisch? Wir haben ja jemanden, der Französisch kann. Simon, komm mal her. Oh ja. Simon, frag mal, wie viel Geld die Dame auf dem Konto hat. Tu as combien l'argent? Sur mon compte? Oh, ich weiß es nicht. 300. Ich denke nicht. Ich bin nur ein Student. Ich habe kein Geld. What are you study? Pädagogie? Pädagogische. I am study teacher. Teachering? Oh, okay. Ja, in PH, Freiburg. Oh, okay. Ich bin hier, um Deutsch zu lernen. Also wahrscheinlich habe ich in der Schweiz Deutsch lernen. Für 10 Jahre. Ah, du hast in der Schweiz studiert? Ja, ich bin sehr reich, ich komme aus der Schweiz, also ich habe viel Geld und viel Schokolade. Und viel Schokolade? Ja. Ach cool. Und ich habe 3 Kühe. Drei Kühe? Nein, das ist richtig. Okay, sprich mir nach, sag, ich bin reich. Ich bin reich. Und ich scheiß auf alles. Was?
und ich scheiß auf alles. Nein, nein, ich würde das nicht sagen. Mädels, wie sieht's mit euch aus? Para auf dem Konto. Ich glaube so 3000 oder so. Ich sehe, du hast eine Apple Watch an. Nein. 3000. Ja. Was machst du für einen Nebenjob? Gar nichts. Hey, wir alle machen hier gar nichts. Wir fragen, wie viel Geld Studenten auf dem Konto haben. Ich bin leider noch kein Student. Okay, wie viel Geld haben Schüler auf dem Konto? Ich arbeite also 450 Job ganz normal. 450 Euro? Am Anfang des Monats, aber jetzt gerade nur noch 50. Ah, cool, was arbeitest du denn? Ich bin Medikamentenbote. Medikamentenbote? Ja, ich bin bei der Apotheke und gebe es den alten Leuten, fahre ich die Medikamente nach Hause, weil die nicht mehr so gut sind. Ach cool, kannst du mir auch mal ein paar Medikamente vorbeibringen? Alles, Teledin, alles. Ich krieg jeden Monat ein bisschen was. Alles, volle Programm? Ja, so, das sind Freiburger Schüler, bringen wir auf jeden Fall. Hey, safe. Geld, ich auf dem Konto habe. Ja. Ich verdiene nichts. Gar nichts? Nee, ich verdiene kein Nebenjob? Was macht ihr? Seid ihr hier auf der Schule? Ja, also ich bin auf einer Schule, ja. Genau. Oder ich sag dir indirekt, wir sind Fluchis. Was? Fluchis. Kommt Fluchis von Geflüchtet? Und wir kommen zur 1-Million-Euro-Frage. Die Frage lautet... Kommt Fluchis von Geflüchtet? Ist es Antwortmöglichkeit A, nein, von Flughafen? Ist es Antwortmöglichkeit B, handelt es sich um waschechte Piraten? Kommt der Begriff Fluchis von Fluch der Karibik? Essen die betroffenen Personen gerne Eis? Ist es Antwortmöglichkeit C, Flutschfinger? Oder ist es Antwortmöglichkeit D, nein, alten Tubul nix. Was ist Ihre Antwort? Alten Tubul nix. Kein Para auf dem Konto. Haben Nebenjob? Bräuninger? Ja. Hey, Bräuninger ist gut. Ja. Da kriegt man gut Geld. Ist dein erstes Gehalt? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall halt Minijob, weil ich bin halt noch Schüler. Ja, safe. Was holst du vom ersten Gehalt? Keine Ahnung, also auf jeden Fall erstmal verdienen. Kannst Mädels da beeindrucken? Nee. Die gucken schon alle. Meine Mutter auf jeden Fall was geben, ja. Ja, hey, safe. Ja. Ohne Spaß. Also, am Anfang erstmal was zurückgeben. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß, ja, gell? Ja, danke. Haut rein, Jungs. Macht's gut. Wir fragen... Ich weiß nicht, ob der Antwort... Ich glaube, der ist ein bisschen schüchtern. Wir fragen ihn einfach mal. Bro, was glaubst du, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Gar nichts. Ach, echt? Krass. Okay. Ich wünsche dir schon einen Tag noch, okay? Ey, Junge, ich höre was. Was ist das für eine Figur, Mann? Okay, wie heißt du? Leonie. Leonie, wie viel Geld hast du da auf dem Konto? 300 nur. 300? Ja, ist für Studenten normal. Ja. So, hast du einen Nebenjob? Ja, ich arbeite Studierendenwerk. Ach cool, was macht man im Studierendenwerk? Ich arbeite für den internationalen Club. Also der internationale Events. Club? Ja, also Events für internationale Studenten oder alle Studenten organisieren. Ach cool, dann kannst du auch gut Englisch. Ja. Ja, ich brauche auch einen Nebenjob gerade. Ist da noch Stelle frei? Nee, leider nicht. Momentan leider nicht. Ich kann auch kein Englisch, muss ich sagen. I'm too. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Weißt du, wie viel Geld du auf dem Konto hast, oder weißt du es nicht? Ich weiß schon, wie viel Geld ich habe. Es ist zu viel, um es zu sagen. Viel, aber trotzdem unangenehm. Unangenehm? Ja, finde ich schon. Weil es zu viel ist? Nee, es ist nicht so viel, aber... Nee, es ist nicht so viel. Aber es ist generell. Ey, so. Weißt du, jeden Studenten, den ich frage, weißt du, was er sagt? 30 Euro. Alle komplett arm. Hast du dein Geld richtig investiert? Nee, eigentlich auch nicht, aber... Komm in die Gruppe. Hau raus, komm einfach in die Zahl. Nee, sorry. Das ist unangenehm. Ist unangenehm. Ja. Unangenehm! Seid ihr reich? Wie sieht's mit dir aus? 2700 ungefähr. 2700 ist aber auch strong. Was studiert ihr? Seid ihr Studenten? Noch nicht, ab nächsten Semester wahrscheinlich. Wo studierst du? Weiß ich noch nicht entschieden. Also noch nicht entschieden? Ja, es ist bei mir auch spontan gewesen, gell? Man weiß halt nicht, wo es lang geht und dann halt einfach in irgendwas rein. An die Uni dann? Vermutlich, ja, vielleicht eine Hochschule. Geschichte, Lehrer, Sport, Mathe, Informatik. Ja, die Richtung, ja. Informatik? Ingenieurswesen vielleicht. Ja, okay, Ingenieur klingt auf jeden Fall interessant. So was mögen die Frauen, oder? Ingenieur? Er kriegt irgendwann viel Geld. Dann hat er mehr Geld auf dem Konto. Ich hab jemanden. Aber er hat mehr Geld auf dem Konto dann. Nee, ich hab mehr. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? 20. 20k? Also 20... Ich dachte 20k, hab ich jetzt gedacht, gell? Was, als wenn? 20. Ja, keiner Nebenjob von euch? Wie sieht's mit euch aus? Wie viel Geld hast du denn auf dem Konto? Ich hab nicht viel Geld auf dem Konto. Ich hab so 300 Euro oder so auf dem Konto. Aber ich arbeite im Eiscafé. Im Eiscafé? Ja. Also verkaufst du Eis? Ja. Können wir uns bei dir später eine Kugel Eis kaufen? Natürlich, wenn ich arbeite auf jeden Fall. Wenn du arbeitest. Wo ist das dann hier? In der Limette in Babar. In der Limette? Ja. Ah, war ich noch nie. Was ist das beste Eis? Boah, keine Ahnung. Zitrone? Ja, Zitrone ist geil. Ha ja? Dann kommen wir da auf jeden Fall mal vorbei. Mach das. Wie heißt das nochmal? Limette. Wir gehen in die Limette und holen eine Zitrone. Okay, dann bedanke ich mich bei euch. Gell? Habt ihr kein Konto? Noch nicht? Nein, noch nicht. Also ich habe ein Konto, wo Geld drauf ist, aber ich weiß nicht ungefähr wie. Ich weiß nicht, wie viel da drauf ist. Was kauft ihr euch, wenn ihr habt? Schuhe, Klamotten. Ja, auch Schuhe, Klamotten, vielleicht ein Motorrad oder so. Motorrad? Wenn ich Führerschein habe, ja. Hast du? Ihr habt große Pläne. Wahrscheinlich, ja. Ich bin Albaner. Ja, bist du Albaner? Machst du albanischen Adler, wenn du springst? Ja, wir sehen heute einen albanischen Adler. Der wird gar nicht im Wasser ankommen, weil der weiterfliegt. Komm! Jawohl!
Das war doch ein Albaner, der hat seinem Heimatland alle Ehre gemacht. Wir fragen Studenten. Nee, das wird nicht gefilmt. Die Kamera ist nur Schein. Hier, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Es kommt immer an, wann. Weil ich arbeite immer in der Semesterferie, danach bin ich immer reich. Und dann kommt die Kneipentour und dann ist man wieder arm. Ja, also jetzt aktuell habe ich so 2000. Es kommt immer an, wann. Oh, 2000 ist aber gut, gell? Aber weil ich halt gearbeitet, die komplette Semesterferie gearbeitet habe. Und dann Ende Semesterferie sind es dann meistens nur noch so 300 oder so. Ist ja eh egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast, weil jetzt zahlt der Freund alles, oder? Ja. Ja, jetzt mach ich. Ist es ja der Freund, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Aktuell 2,5. Machst du Ausbildung? Nee, fertig. Also fertig. Ich habe auch studiert. Alle fertig? Ja, mit allen fertig. Den musst du behalten, der kann dich versorgen. Ja, das habe ich schon festgestellt. Behalten. Chef, Umfrage. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Nicht viel. 100 Euro. Geht alles für Alkohol drauf? Safe. Ja, safe. Doppelter Rückwärtssalto. Ja, jetzt sehen wir was. War aber stark. Ich mach das nicht nach. Ich kann das nicht. Wir fragen, wie viel Geld Studenten auf dem Konto haben. Ah, ich bin keine Studentin. Ich meine wir sind alle in der gleichen Ausbildung. Ah, ihr macht alle eine Ausbildung? Ja, wir sind alle. Das heißt, ihr habt viel Geld auf dem Konto, oder? Viel, okay. viel Nein. Geld. Ja, schon nicht wenig. Was machst du für eine Ausbildung? Kinderkrankenschwester. Cool. Ja. Ah, ich mag Kinder. Ich studiere an der Littenweiler PH und ich mache Lehramt. Ah, cool. Aber hey, Studenten haben halt kein Geld. Aber dafür gibt's euch. Ja. Wie viel kriegt man als Kinderkrankenschwester eine Ausbildung? Kann ich das auch dazu sagen? Ja, also netto. Nee, brutto sind es 1400. Erstes Lehrjahr? Ja, ich finde so Berufe, die sozial sind und so, sollten viel mehr gefördert werden. Ich finde viel mehr, auch in der Pflege und alles, da sollte auf jeden Fall mal was gemacht werden. Okay. Ja, cool. So, seid ihr auf YouTube, oder? Wir machen einen neuen Kanal auf. Ah, cool. Wir haben gedacht, wir machen jetzt mal ein paar Straßenfragen, fragen die Leute. Wir haben gedacht, wir treffen ein paar Studenten, aber auch. Wie sieht's bei dir aus? Zählt jetzt nur das eine Konto oder was zählt da? Oh, du hast mehrere Konten? Halt investiert Bitcoin, Aktien, nee. Dogecoin. Aktien. Ach krass, okay, normales und Aktienkonto. Für die Mädels, weißt du, damit die wissen, du bist reich und so. Nee, das ist nicht so viel. Insgesamt 40.000 Euro oder so. Was? Das ist nicht so viel. Aber du hast gerade gesagt, das ist nicht so viel. Mein Eltern, Finanzberater, die haben das gemacht. Okay, strong. 40.000, Junge, kann man einiges mit anfangen. Und jetzt, was machst du? Ja. Ich studiere Physik. Nee, ich meine, was machst du für einen Sprung? Gar nicht. Ey, mach einen physikalischen Sprung. Nee, die physikalischen Gesetze. Was ist das erste physikalische Gesetz? Es gibt kein erstes physikalisches Gesetz. Das Weggesetz. Weg, was für Weg? SSV mal T? Ja. Ja, Junge, ich bin so schlau. Nächstes, Erdbeschleunigung. Das ist G, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, du springst jetzt mit 9,81 da rein. Gerade wieder trocken geworden, ich mach gerade gar nichts. Mach ich gar nicht, chill dich einfach nur. Ja. Geländer. Bisschen Sonne. Ja, macht Spaß. Also wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hatten heute echt ein paar nette Leute im Video. Leo, wie immer, hinter der Kamera. Und vergiss nicht, Leute, zu abonnieren. Daumen nach oben, damit ich weiter so welche Videos mache. Pass auf, hinter dir. Dankeschön. Ciao.